Ja, die Musik wird schneller, denn wir sind fast da. Oh, wieso ist Bowsers Schloss auf einmal so groß? Nächste Halt, Chefetage! Ja, ich werde mich beschweren. Ich werde jetzt die Gurte festschneiden und, achso, stimmt ja. Wir haben ja gar keine Gurte. Ja, wo halten wir uns fest? Was? Was passiert? Das gehört alles zum Kampf? Wow. Wow, es geht jetzt sofort los? Okay, willkommen zurück, Freunde. Es geht direkt los. Die Augen schützen Exor. Okay, Exor. Rechts Auge, linkes Auge, Mund. Okay. Mund? Du wirst auf jeden Fall die Augen angreifen. Das habe ich verstanden. Wow. Kristallisierer. Verdammt. Bam. Auge muss doch mal kaputt gehen. Diamantsäge. Oh nein, die Attacke ist sehr, sehr stark. Aber daneben, zum Glück. Okay. Ich wechsle mal schnell nicht aus, damit ich die anderen auch mal angreifen lassen kann. Denn das hier ist der Final Boss. Exors Schutz wurde aufgehoben. Dann können wir jetzt... Ach, das oben ist Exor selbst? Ich dachte, das hier wäre Exor. Nee, warte, das ist Schwidrig, oder? Ist das Schwidrig und das da oben Exor? Ich bin verwirrt. Aber ist auch nicht so schlimm. Aurora-Blitz. Oh, nein, wir schlafen. Aufwachen. Giftspeichel. Gleisen. Oh, nein. Gino, die anderen schlafen immer noch. Das kann nicht sein. Nein. Nein, wir sind tot. Game over. Marius überlebt! Okay. Okay. Ich muss Mario heilen, Mello. Bitte heil ihn. Das heilt ihn nicht komplett. Nee. Okay, Bowser. Koopa Randale. Das können wir jetzt machen. Schön Damage gemacht. Aber Mario ist vergiftet und schläft. Gar nicht gut. Komm schon, Bowser, das überlebst du doch, oder? Feuersacken sind... Oh. Mario ist aufgewacht. Mario ist aufgewacht. Okay. Sumpfsmovie halt komplett die KP deines Trupps. Kann ich nicht machen, weil Bowser ist down. Ich kann Bowser wiederbeleben. Machen wir das. Dankeschön. Mallow wechselt zu Peach. Okay, ausgewichen. Die Augen schützen Exor wieder. Okay. Robo-Koopa Randale ist eigentlich eine sehr gute Sache. Denn die greift alle an. Und das ist ganz nice. Normalerweise. Scheuchenglocke. Nein, noch Mann. Und der Aurora-Blitz schon wieder. Boah. Also, man merkt, dass das der Final Boss ist. Der hat so richtig in sich. Peach, du darfst nicht mal down gehen. Du bist unser Healer. Unsere Healerin. Wir brauchen ein Gruppenknuddeln von dir. Nice. Und Bowser wird dadurch auch wieder verwandelt. In seine normale Form. Sehr, sehr schön. Bam, bam. Ja, auch immer das Auge erreicht. Erreicht es auf jeden Fall. Das ist ein Gedanken. Greifen wir das Auge an. Bam. Yes. Schutz ist aufgehoben. So. Gino ist tot. Mallow. Psychobombe. Das geht auf alle. Machen wir's. Hiya! Wie viel Damage? Oh, sehr, sehr viel Damage. Aber ein bisschen auch an Peach wieder zurückgegangen. Oh, oh. Bam, bam. 100. Und das greift alle an, aus irgendeinem Grund. Achso, wegen rundum Angriff, weil ich es perfekt getimt habe. Okay. Peach.
Die sieht nicht mal so gut aus. Bin ich ganz ehrlich. Ahornsirup, Royalsirup, machen wir Ahornsirup. Der Maris ist jetzt nicht der größte Attack. Peach, du heilst dich. Heilung auf. Na komm, Gruppenknuddeln. Gruppenknuddeln lohnt sich einfach mehr, habe ich das Gefühl. Diamantsäge. Ah, verdammt, daneben. Ah, Bowser überlebt sowas, ja. Und kann direkt mal seinen Robo-Cooper herholen. Exo-Schutz wurde aufgehoben. Nur noch gegen Exo können wir angreifen. Sehr schön. Angriff. Bam, bam. Geht so. Okay, wir wechseln kurz aus zu Gino. Bleib drin. Bowser. Erdkracher auf ihn. Wie auch immer das funktioniert. Es funktioniert. Oh oh, sein rechtes Auge ist wieder drin. Oder linkes? Auf jeden Fall sein Auge. Okay, Muntermacher auf Gino. Wunderbar. Und Gino kann jetzt reinhauen. Mit Gino Nova! Schön. So, Bowser. Du kannst ja nochmal eine Robo-Cooper-Randale machen. Die ist sehr, sehr nice. Bam. Für mich ist Mario nur noch Support. Ganz ehrlich. Er macht nur noch hier ganze Sirup. Wenn die anderen richtig reinhauen. Daneben. Sehr schön. Wie Gino mich so anguckt. Ja, was soll ich denn jetzt machen, Mann? Mach doch einfach das, was du die ganze Zeit machst. Die Gino Nova wieder. Hat doch gut reingehauen. Warum auch nicht? Und komm schon, da muss er sozusagen am Down gehen. Extra Schutz aufgehoben mal wieder. Schön, schön. Erdkracher sollte reichen. Bam! Mano, das kann nicht sein. Ich muss mal rauswechseln, glaube ich, oder? Ja, aber das sind meine Attacks gerade, die ich hier drin habe, ne? Wow! Oh oh. Sein Auge ist wieder da. Nova. Ich gehe mal davon aus, dass die Nova die stärkste Attacke ist von ihm. Weil es die neueste ist und am meisten kostet. Ja, aber ja, doch, es wirkt schon wie die stärkste Attacke. Bowser, du auch nochmal. Komm schon. Okay, okay, okay. Es läuft sehr, sehr gut. Machen nochmal den Ultra-Feuerball mit Mario. Bam, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Kristallisierer, oh, das hat sehr viel Damage gemacht. Peach. Gruppenkuddeln. Okay, schön, 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 schön. Machen wir Erdkracher. Na, ah, daneben, schade. Schade, aua. Nein. Verdammt. Brauchen wir Ahornsirup. Du kriegst noch den Robo-Cooper. Warum er so groß ist. Ich weiß wirklich nicht, warum das so riesig ist. Haben wir so einen riesigen Robo-Cooper schon mal in irgendeinem Spiel gesehen? Eigentlich nicht, oder? Oh nein, was mit Mario passiert? What? Und ich kann keine Items benutzen. Egal, zumindest kann ich den Ultra-Feuerball einsetzen, um mich zu rächen. Bam. Immerhin etwas. Bleib hier. Bowser, du rettest deine Prinzessin. Also, unsere Prinzessin. Wir teilen uns die. Ach komm schon, ernsthaft? Ich meine, meinetwegen. Ich kann nichts anderes machen. Ich mache einen normalen Sprung. Ah, die Kamera geht nach oben dabei. Cool, interessant. Okay, Gruppenknuddeln. Sehr schön. Also so wie es gerade aussieht, Mario, Bowser, Peach, ich glaube, das ist so mein Main-Team. Okay, seine Augen sind wieder offen. Und ich brauche Punkte.
sehr viele Blütenpunkte. Machen wir gleich. Erstmal Angriff. Aua. Gleisen? War nicht da schon wieder? Da muss ich immer an Super Saga denken. Dann gab es beim Endboss auch so eine ähnliche Attacke. Okay, okay. Ahornsirup. Auf jeden Fall. So, bei 50. Und du machst Gruppenknuddeln. Mhm. Ich hab gedrückt, aber zu spät scheinbar. Okay, Robo Koopa! Bam! Das eine Auge? Ich wollte eigentlich das andere angreifen, aber auch gut, schätze ich. Ahornsirup. Müssen uns schön aufladen, damit wir jetzt richtig geil reindonnern können mit Genos Angriff. Gino Nova! Ich frag mich, wie er sich so verwandeln kann eigentlich. Wie er das macht. Exos Schutz wurde aufgehoben. Ich hoffe, nochmal angreifen. Gino Diskus, ich versuch's. Ich kann's nicht. Mann. Ich kann's nicht. Egal. Hab's versucht. Bam. Der lebt immer noch. Wie viel Leben hat er denn bitte? Der muss aber langsam down gehen. Was zur Hölle? Boah. Mellow? Sternstampfer, schätze ich, können wir machen. Wo sieht man das dann? Oh. Bam. 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 Komm schon. Das muss jetzt aber richtig viel Damage machen. Dafür, dass ich Gino, Mellow hier rausgeholt habe. Oh. Perfekt. Und wie es Damage gemacht hat. Er ist down. Aber was hat er denn da im Mund? Nein, was zur Hölle? Ah! Hey, gewonnen, immerhin. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ah! Hallo? Waffenwelt. Wo sind wir hier? Exor scheint eine Art Verbindung zwischen zwei Welten darzustellen. Und das bedeutet, dass wir nur diesem Pfad folgen müssen, um Schmiedrich zu finden. Gut, lass uns los. Schon langsam, klar. Ich bin nur mit euch Lumpen mitgezogen, um meine Fesseln zurückzukriegen. Der Rest ist mir egal. Eure blöden Sternstück-Hatz könnt ihr alleine erledigen. Klaro. Ich gehe jetzt meine Schergen versammeln und dann wird erstmal meine schöne Festung wieder aufgebaut. Und dazu gehörst du jetzt auch, Mario. Als mein offizieller Scherge kannst du, hast du gefällig bei der Reparatur mitzuhelfen, kapiert? Aber Bowser, das scheint sich ganz zu verstehen, was hier alles auf dem Spiel steht. Bäh? Spiel? Sprich dich in Rätseln, Holzgestell. Denk doch, Bowser, das Riesenschwert verbindet zwei Welten miteinander. Diese hier und unsere. Auch wenn wir Exo besiegt haben, es werden ganz gewiss weitere Lakaien Schmiedrichs erscheinen. Und weißt du auch wo? Genau, mitten in deiner Festung. Dort, wo das Riesenschwert steckt. Sag, freust du dich darauf? Puh, also ich, tausende Störenfriede in meiner Festung, nie wieder meine Ruhe haben, nie wieder Privatsphäre mit Pete. Das ist ja grauenhaft, einfach furchtbar, ob ich nicht lieber doch... Pah, kommt nicht in Frage, einfach diesen Mickerlingen hinterher zu laufen, was würden denn die Leute sagen? Ich hab's! Schergen, hört schon her, keiner kränkt den großen Bowser, ohne einen Denkzettel verpasst zu kriegen. Und Schmiedrich, der hat mich gekränkt, jawohl, kränker geht's überhaupt nicht. Und darum los, Mario, vorwärts im Sauseschritt. Diesem Schmiedrich polieren wir das Blech im Namen des großen Bowsers. Hat's mir abgekauft, der Blödmann. Nein, jedenfalls sind wir wohl alle am selben Strang. Dann lasst uns los. Boah. Was ist denn das hier? Wow. Okay. Wo führt mich das hin? Darf ich nochmal raus? Mich heilen? Aufstocken? Ja? Tatsache. Das Tor von Exor. Wir haben Exor vernichtet. Aber Schmiedrich, der Macher von Exor, der existiert leider noch. Ich kaufe mir erstmal noch mal kurz ein paar Items ein. Ich hoffe, das kann ich hier machen. Kumpel, darf ich das hier machen? Leg dich lieber nicht mit den schachtigen Ungetümen. Oh, okay, da sagt nichts Neues. Schade. Du vielleicht? Okay, nee.
Wo war das mit Items? Hier war es Items, ne? Lass uns lieber sicher gehen und uns nochmal kurz aufstocken. Okay, du hast Muntermacher. Ja. Kaufen wir uns welche. Mehr dürfen wir nicht tragen davon. Honigsirup vollstopfen. Und ansonsten haben wir alles. Okay, aber was heißt alles halt? Ich denke, wir sind jetzt relativ gut aufgestockt fürs Erste. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Let's go. Bonk. Waffenwelt. Hier scheint sich Schmiedrich zu verstecken. Doch den finden wir. Hä? Lass mich raten. Ja, drauf springen. Aber das ist anders als in anderen Mario-Spielen. Aber kann es sein, dass es das erste Mal ist, dass man so eine Schraube drehen muss in einem Mario-Spiel? Ich glaube, vor Mario RPG gab es das nicht. Und ich kann mich da nur an New Super Mario Bros. Erinnern, wo es sowas auf jeden Fall gab in den Luftschiffen. Zumindest in den späteren Mario, New Super Mario Bros. Spielen. Okay, speichern. Uns fehlt noch ein Stern. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir den hier finden werden. Also los geht's. Ich würde ungern kämpfen. Also versuche ich ihm auf jeden Fall aus dem Weg zu gehen. Nein, ich bin gesprungen. Leute, ihr müsst mir glauben, ich bin gesprungen. Ach, Mann. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und springen. Oh, was ist das für einer? Ein Glibbergumba. Amöbi? Okay. Was bist du denn für ein Kauz? Bam. Hm? Eins? 240. Was? Was? Mello? Option bitte? Was zur Hölle passiert hier gerade? Aha, Feuer. Ich werde gelesen. Huch, Lampenfieber. Was denke ich nur? Was denke ich nur? Alter, was ist das für einer? What the hell? Versuchen wir es mal mit der Randale. Ist in Ordnung, schätze ich. Vielleicht macht das hier mehr. Versuchen wir es. Boah, 1000! Über 999 geht? Das wusste ich gar nicht. Wow. Aber gegen den sollten wir nicht nochmal kämpfen. Den sollten wir versuchen zu meiden. Und rüber. Schleimis ignorieren, bitte. Ich muss durch. Okay, hier ist kein Gegner. Hier können wir chillig vorbeikommen. Ach, das ist hier jetzt lang. Okay. Ich dachte mir so, hä? Oh! Oh nein. Oh nein! Das lassen wir schön sein, Kumpel. Oh, die sind One-Shot mit raus, das starken Angriff. Ach, Mann! Verschwinde! Okay, weg, 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 weg. Und hier ist der letzte Geheimschatz im Spiel. Falls ich keinen aus Versehen verpasst haben sollte, sollten wir jetzt alle haben. Was wiederum bedeutet, dass ich Gido jetzt endlich mal seinen Button geben kann. Welcher war das denn? 110, 74, 73? Ja, Schutzbutton war das, ne? Schütze dich vor Verwandlungen. Warum nicht? Okay. Ich glaube, das war sogar schon das Ende der Waffenwelt. Auch sehr, sehr kurz. Aber nicht schlimm. Ah, ne, ist noch nicht vorbei. Ultrahammer erhalten! Was? Einfach so eine Waffe für Mario? Tatsache. Der ultimative Hammer. Also ich weiß, es gibt im Schloss noch an einer der beiden Türen, die wir nicht gemacht haben, eine Attacke für Gino. Die habe ich leider verpasst. Die müssen wir dann nachholen. Ist aber nicht schlimm. Warte, die können wir jetzt eben nachholen. Fällt mir gerade auf. Ja. Ja doch. Die können wir jetzt eben nachholen. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Wir machen... Oder? Wollen wir die beiden Türen machen? Irgendwie... Glaube ich, wird das zu lange dauern für den Part. Ich mache erstmal das Gebiet zu Ende. Und wenn ich kurz am Boss bin, dann überlege ich es mir nochmal.
Ist okay? Ja, oder? Wow, wo geht's jetzt lang? Nach unten? Was zur Hölle? Ah, sie klingelt! Alarm, es ist Mario! Mario-Alarm, Mario-Alarm! Wer sich hier einschleicht, dem klingeln wir den Marsch! Klingelinge und weglass nach. Oh Mann. Angriff! Einen Zwischenboss haben wir hier, einfach so. Na gut, wie sie wollen. Bam! Ah, ich habe einen Hammer. Muss ich dran denken. Gedankenleser auf den Weglass nach. Das Ding selber, Sprung und Elektro ist ganz gut. Ich verlange Pünktlichkeit und kommt mir nicht mit Ausreden. Aua! Hä? Was? Wow! Klingeling, 1 Uhr, Zeit für ein frostiges Intermezzo. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was geht hier ab? OMG. Na gut. Sprung ist sehr gut. Da machen wir eine neue Sprungattacke. Badam, 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 badam. Ich find's lustig, wie die wackeln. Boing. Bello, was machen die Klingelinges? Sag es mir. Auch, okay, Elektro. Also, es sollte gleich mal ein Blitzgewitter machen. Der Morgen lacht, bitte aufwachen. Die Zeit schreitet voran. What? Sporengeläut? Oh nein. Oh, wow. Bin ich jetzt ein Pilz? Ja. Klingeling, 5 Uhr. Zeit, die Aurora zu bestaunen. What? Oh no. Müssen wechseln. Ja. Supernova. Besser gesagt, die Ginonova. Wenn da links der Kopf ist und da rechts dein Unterkörper, wo es rausgeschossen ist, ist auch egal. Bowser, du kannst nochmal deine Randale machen und hoffen, dass das Ding killt. Boah, die Bosse sind hier richtig schwer. Also das ist gerade wirklich der schwerste Teil im Spiel. Bisher zumindest. Klingeling, 6 Uhr, die richtige Zeit für eine Mega-Erholung. What? Ja, geht 320. Ich dachte tatsächlich, es wird schlimmer. 320 ist schon sehr viel, aber... Das können wir wieder zurückgewinnen. Ah, mit der Zeit, mit der Zeit. Bam, bam, bada, bam, bam. Oh, sehr viel damit, schön. Schön, schön, schön. Dunkler Stern. What? Ich hab das ausgewichen? Zeit schreite voran. What the hell? Ich hoffe, das macht genug Damage. Bitte, 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 bitte. Ah, geht so, geht so. Och, nee. Oh, bitte ausweichen, bitte ausweichen, bitte ausweichen. Ah. Ey. Klingeling, 9 Uhr, Zeit für ein kleines Päuschen. Oh. Das finde ich gut. Ihr macht eine Pause und ich kill euch währenddessen. Eine Klinge ist abgebrochen. Schön. Jetzt die andere. Yeah. Klingeling, 10 Uhr. Zeit, den Duft der Blumen zu genießen. Blütenbö? Ach, nicht Blütenböbe. Das muss nicht sein. Oh, Mann. That's not good. Die anderen schlafen, aber Moment. Oh, no. Sieht nicht gut aus. Ja, ich will den Muntermacher eigentlich nicht benutzen, aber ich muss... Was soll ich sagen? Ich muss ihn halt jetzt gerade benutzen. Und einen Medium-Pilz für Gino ist jetzt auch nicht verkehrt. Ding, ding. Klingeling, 12 Uhr, Mittagszeit, ab in die strahlende Sonne. Ich hab's verstanden, du änderst deine Attacken immer wieder, aber bitte, du nicht so viel damit. Alter! Ach, Junge, komm schon! Das war dumm.
Klingeling 1 Uhr. Wir gehen jetzt zum Anfang. Daneben. Wechseln. Mallow. Ich brauche ein heilendes Team gerade. Okay. Du heilst dich. Mario! Okay, okay. Mario ist wieder da. Supersprung? Mach mal lieber einen Ahornsirup. Ist gerade wichtiger, dass wir hier überleben. Ja! Peach! Gruppenknuddeln! Weck Mallow auf! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Blitzgewitter. Ah, geht so. Ah, Timing. Ich dachte, ich habe die Handschuhe wieder. Ich habe wieder gedacht, ich habe die Handschuhe, Mann. Egal, die Bombe, die macht dir den Chaos. Und Donnerschlag. Bam. 200 fast. Okay, Aurora Blitz. Aurora Borealis? Uh-oh. Ah. Oh, und natürlich. Oh. Schrecklich mit dem Gegner. Und wir sind tot. Einer stirbt jetzt. Nicht! Okay. Mario ist wach. Was? Wieso wird jetzt B angehighlighted? Verstehe ich jetzt nicht. Egal. Mario? Boah, Mario, was machst du denn jetzt? Du. Noch ein Sirup. Was soll ich machen, Alter? Peach! Knuddeln! Sehr schön. Mallow? Donnerschock. Ah, daneben. Aber trotzdem gut Damage gemacht. Okay, er macht kurze Pause. Gut. Bonk, bonk. Oh, war diesmal dreimal irgendwie. Psychobombe? Ich meine, das hat viel Damage gemacht vorhin, oder? Oder war es falsch? Hab ich auf geachtet. Ah, sollte ich lieber lassen. Nicht so viel Damage. Geht so. Bam, bam. Ah, ah, Blütenbö. No way. Und wir sind Pilze. Wir sind alle Pilze. Ich kann nichts machen. Ja, komm, wechsel aus. Und halt dich erstmal. Nein, nicht auf Mario! Oh, ich hasse es so sehr. Och, Mann. Nee, jetzt bin ich genervt. Jetzt bin ich richtig genervt. Und wir sind tot. Geil. Bowser auch mal eben umgebracht. Immerhin heilen die sich. Zack. Ah, egal. Du müsst aufstehen. Soll ich es so holen? Oh Mann. Mario! Mario! Du machst einen Ahornsirup. Oh Gott. Ich hasse diesen Kampf jetzt schon. Ich weiß nicht, Mann. Könnte. Nee, wird nicht funktionieren. Puh, greif einfach an. Oh, das war gut. Okay, Mallow. Donnerschock. Bam, bam. Ah, daneben. Schade. Dass der immer noch auf beiden Beinen steht. Oder auf vier? Die zwei hinten, die sind kaputt. Irgendwie in den Boden, egal. Wie auch immer er noch lebt. Okay, ich kann dreimal schlagen. Geil. Bam. Normale Attacken machen es eigentlich auch. Okay, ich pack Bowser rein. Und belebe ihn gleich mit Peach wieder. Das ist... Oh. Wow. Nein. Ach, Mann. Aber hey, so kann Bowser zumindest den Damage tanken. Den Gino, den Mallow jetzt genommen hätte. Immerhin. Dass er immer noch lebt, ne? Mann! Stopp doch mal! Oh,
natürlich jetzt noch eine Erholung. Der Kampf endet nie. Das ist einer der schlimmsten Kämpfe im Spiel, ehrlich. Oh, das hat weniger Damage gemacht, natürlich. Ah, wie hab ich das getroffen? Bam. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt, Freunde. Er ist tot. Ja. Ja, er ist tot. Ich habe ihn umgebracht. Leute, beim nächsten Mal werden wir dann das Finale sehen hier bei Super Mario RPG. Seid dabei, ich erhole mich jetzt erstmal. Oh mein Gott, der Kampf war schrecklich. Puh, es geht heiter weiter.